Hier war nur Leben. Gefunden. Und weiter aufladen. Aua. Schau mal, was macht der Schuss nochmal? Ach, das ist ein Zielsuchender. Okay, okay. Ich habe verstanden. Na, eins, zwei, drei. Und nochmal. Und nochmal. Jetzt muss ich wohl auf die Waffe zurückgreifen. Verdammt. Ich hätte nicht so viele Zielsuchende schießen sollen. Tut der Munition gar nicht gut. Moment, ist hier unten was? Nein. Gar nichts, rein gar nichts. Aber ich muss sagen, mir gefällt das. Einfach mal hier so im Holodeck rum zu laufen. Ein paar Klingonen zu töten. Leckfar! Keine Ahnung mehr, was es geheißen hat. Ja, möchte ich auch mal meinen. Sowohl von den Stimmen, okay. Dann geht es jetzt auf zum Casino. Hey, die Waffe ist cool. Ich hab... Yeah. Ich renne es mit einem Photon-Torpedowerfer rum. Deck 2, Casino. Ah, nehmen wir mal kurz was trinken hier. Sichtkontakt gefällt mir irgendwie nicht. Meine Waffe ist weg, verdammt. So, Casino, Casino. Heinrich Alexander Monroe, Zugang gewährt. Was? Okay, wir spielen Fußball, so wie es ausschaut. Nein, ich habe keine Ahnung, von welcher Rasse die Schiffe sind. Eine halb heiße Liebe von Vulkan? Ich will es nehmen. Ich muss lesen. Von Bob Love. Schön, Humor. Und hey. Hey, yeah. Wer ist der Größte? Ich bin der Größte. Hu, 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 hu. Kann ich hier was machen? Viel mehr machen. Kann ich mir was bestellen? Ach, es begann. Kann ich hier rein? Ja, war klar. Okay, hier müsste... Ja, hier muss doch. Hey, Tels hier. Hallo, Miss Murphy. Was darf ich Ihnen heute bringen? Wie wäre es mit etwas takalianischem Wein? Eine hervorragende Wahl. Oh, feiern wir was? Hey, Alex. Hi, Telsia. Scheint, als ginge es langsam bergauf. Scheint so. Tuvok hörte sich recht zufrieden an. Er gewöhnt sich wohl langsam an Sie. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, er muss sie der einfach noch etwas besser kennenlernen. Was? Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ein paar Mal dachte ich schon, sie würden es vielleicht nicht schaffen. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Toll. Was ist danke, das? Ich auch. Pastete. Oh ja, ich auch. Was für eine Art Pastete? Oh, nur Pastete. Was für eine Pastete? Lurinax Wühlschaben-Pastete. Guten Appetit. Ein wenig abenteuerlicher als geplant, was, Tom? Ein wenig? Und also, das ich habe mich nur gefragt. Funktioniert hervorragend. Und? Das ist wie gut ist der takalianische Wein? Ich bin bestimmt ich habe gehört, 2000. Du störst gerade wie jetzt. Ein hervorragender Jäger. Oh, ja, hört, sehr gut, danke. So, nochmal zu uns beiden hier. Also, ich gehe jetzt besser duschen. Wir sehen uns dann später, Alex. Okay, bis dann. Kann ich mit? Kann ich mit? Irgendwie? Da kommt das Testmesser aus. Hallo, Mann, ist das ein schöner Korridor. Hey, und das rote Licht da. Hallo. So. Na? Okay, es wird nichts. Wenn die da einsteigt, dann verschwindet sie einfach. Okay, wie geht's jetzt weiter? Chan, hallo? Entschuldigen Sie. Los, Mr. Peter? Ich glaube nicht, dass man jetzt schon selbstgefällig werden sollte, Alex. Arschloch. Lieutenant, Feinrich, was auch immer Sie sind gefeuert. Hallo? Hallo? Commander?
Gute Arbeit, Fenrich. Ihre Mannschaft war wirklich spitze. Dankeschön. Tom? Was? Hey, Monroe. Das mit dem Borgschiff haben Sie gut gemacht. Wir schulden Ihnen was. Hoffe ich mal. Ach, schade, was ist denn Küche? Ah, Fenrich. Ich höre, Sie haben sich zu einem echten Helden entwickelt. Das muss faszinierend gewesen sein, die Ätherianer, diese seltsamen Scavenger und dann die verflixten Borg. Wenn Sie mich fragen, wartet bald eine Beförderung auf Sie. Hoffe ich mal, also. Captain möchte hier schon werden. Lass mich aber wieder raus. Hey. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie. Ich bin Michael? Beschäftigt. Können Sie nicht sehen, dass ich hey. Arbeite? Juro? Ja, Mann. Alex? So, ich hab doch jetzt mit allen gesprochen. Was fehlt denn hier noch? Komm ich nirgends rein? Ah, ich bin wahnsinnig. Ah. Ich auch nichts machen? Hier war ich eigentlich schon. Geht hier noch irgendwas? Na, nur der Bericht hier. Ah, Galaxy-Klasse. Wunderschön. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann auch nicht selber duschen. Was aber genial gewesen wäre. Ja. Ich bin jetzt gerade so leicht aufgeschmissen. Und wieder antworte mir. Auch nicht? Hey, was ist das? Was? Ah, jetzt ich sehe da. Nichts. Da draußen? Zwischen den Trümmern, sehen Sie? Hey, ja. Da bewegt sich etwas. Da draußen. Nein, das ist nicht. Ich will es abschießen. Nein, das kommt näher, sehen Sie. Sie haben recht. Was kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Art Schiff. Nein, oder? Das schaut nicht gut aus. Das Ding kommt direkt auf uns zu. Was es auch sein mag, es sieht nicht sehr freundlich aus. Die Harvester. Alle Führungsoffiziere bitte im Konferenzraum melden. Monroe, Sie kommen besser mit. Okay, aber ich würde sagen, Feuer schon mal drauf. Ja, denn Nix hat wahrscheinlich recht. Denn Nix hat immer recht. Offensive? Oh ja. Hat jemand eine Ahnung, was das für ein Ding ist? Ich glaube schon, Captain. Die logischste Annahme wäre, dass die Forge einen Harvester geschickt hat, um die Voyager auseinanderzunehmen. Ich hätte befürchtet, dass Sie das sagen würden. Ich habe die Aufzeichnungen, die Seven vom Borgschiff mitbrachte, mit meinen eigenen Sensorenscans kombiniert. Ich stimme mit Sevens Einschätzung überein. Halt, eine Sekunde. Aha. Hat eines dieser Schiffe nicht einen Borg-Kubus in Stücke gerissen? Ja, die Harvester scheinen sich an gestrandete Schiffe zu hängen und gewaltige Krallen zu benutzen, um das Schiff wortwörtlich auseinanderzureißen. Inzwischen entern die Harvester das Schiff, plündern die Ausrüstung und entführen die Crew. Das Resultat ist verheerend. Toll. Danke fürs Aufmuntern. B'Elanna, wann werden der Warp-Antrieb und die Verteidigungssysteme wieder funktionsfähig sein? Nicht bald genug, Captain. Das Isodesium hilft zwar, aber es wird trotzdem noch mehrere Stunden dauern. Und? Hat jemand einen Vorschlag? Ich glaube, ich habe in den Aufzeichnungen der Ätherianer etwas über ein Kampfschiff gesehen, das ebenfalls hier festsitzt. Ja, die Technologie ist übereinstimmend mit der Spezies 1567. Diese war in einen weitreichenden Krieg verwickelt, in dem sie riesige automatisierte Kampfschiffe, die sie Dreadnoughts nannten, aussandten, um feindliche Außenposten zu vernichten. Sie besaßen eine beeindruckende Feuerkraft. Hört sich an wie eine riesige Kanone mit Autopilot. Im Wesentlichen. Will ich haben? Ja. Wenn wir an Bord gelangen, richten Sie sie auf die Harvester. Wir könnten die Harvester wegpusten, bevor sie die Voyager erreicht. Vorausgesetzt, wir können sie benutzen. Meine Scans weisen jedoch darauf hin, dass das Schiff noch Energie hat. Lebenszeichen? Ich registriere keine. Ich sehe keine bessere Möglichkeit. Tuvok, stellen Sie mit Monroe einen Plan für das Hazard-Team zusammen, aber schnell. Wir haben nicht viel Zeit. B'Elanna, tun Sie Ihr Bestes, um unsere Verteidigung schneller wiederherzustellen. Ich werde mein Bestes geben, Captain. Wegtreten. Da war doch gerade gesagt, die Rede von automatisiert. Da ist doch klar, dass kein Lebenszeichen da ist. Die Dreadnought scheint im Wesentlichen eine riesige automatisierte Waffe der Massenzerstörung zu sein. Dieses Schiff hat nur einige wenige identifizierbare Bereiche.
Bei diesem vorderen Bereich scheint es sich um die Kontrollsektion zu handeln. Die Geschützrohrsektion scheint 700 Meter lang zu sein. 700 Meter? Die hinteren Sektionen scheinen für Munition, Energie und Antrieb zu sein. Unser Ziel wird sein, die Kontrollsektion zu erreichen und auf die Harvester zu feuern. Woher wissen wir, ob das Ding noch funktioniert? Das wissen wir nicht. Wir haben eine aktive Energiequelle registriert und das Schiff scheint nicht schwer beschädigt zu sein. Tatsächlich glauben wir, dass diese Waffe nie abgefeuert wurde. Da unsere Sensoren ihre Hülle kaum durchdringen, ist es schwer festzustellen, in welchem Zustand sie sich befindet. Wie lange dauert es noch, bis die Harvester hier eintreffen? Schätzungsweise 3 Stunden und 47 Minuten. Das ist nicht viel Zeit. Aber wir könnten Glück haben. Wie Sie sehen, haben wir in Ihrer Hülle einen Riss entdeckt. Was immer das getan hat, es könnte... Wir müssten uns durch diesen Riss direkt in das Schiff beamen können, wodurch wir Zeit sparen, da wir sonst per Shuttle hinüber müssten. Von hier aus gelangt man innerhalb weniger Minuten zum Kontrollzentrum hier. Ich selbst, Chang, Telsia, Chell und Xatlos werden uns hineinbeamen und Tuvok zum Kontrollraum eskortieren. Hört sich nach einer etwas starken Eskorte für ein herrenloses Schiff an. Wir werden diesmal kein Risiko eingehen. Wenn alles gut geht, wird Tuvok die Waffen auf die Harvester abfeuern, sobald wir ihn in den Kontrollraum gebracht haben. Und es wird noch eine Voyager geben, zu der wir zurückkehren können. Noch Fragen? Gut. Holen Sie Ihre Ausrüstung und melden Sie sich im Transporterraum. Wegtreten. Oh ja, ich hab's einfach drauf, hier als Chef rumzukommandieren. Und ich bin wieder eingeschlafen. Verdammt, alles hinweg. Wo ist hier ein Helm? Ausrüstungsraum und Beamen, okay. Wo ist der Helm? Da ist der Helm. Dann einmal Ausrüstungsraum. Muss ich hier hin? Und yeah, alles einsammeln. Hier mit. Das Harvester-Schiff sieht nicht gerade freundlich aus. Nur keine Panik. So, alles dabei. Photonenwerfer gleich mal mitnehmen. Und auf geht es zur nächsten Außenmission. So, hallo, bitte beamen. Tuvok? Tuvok, kann ich Ihnen helfen? Mit dem Team, verdammt. Ich hoffe nur, Tuvok hat recht und dieses Kampfschiff funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich diesen Harvestern von Angesicht zu Angesicht begegnen möchte. Tuvok hat für gewöhnlich recht. Wir haben jede Menge Zeit, auf das Schiff zu gelangen und zu feuern. Danach sollten wir wieder freikommen. Ja, aber Sie wissen doch, was man sich erzählt. Was? Wenn Sie am Ende des Wurmloches ein Licht sehen, ist es wahrscheinlich ein Photonentorpedo. Mann, Cher, manchmal schaffen Sie es, dass ich denke, Murphy muss ein Bullianer gewesen sein. Wer ist Murphy? Kennen Sie nicht Murphys Gesetz? Ah, vertrauen Sie mir, er würde Ihnen gefallen. So, haben Sie zu Ende geredet? Perfekt. Wo sind die anderen? Ah, sind Sie in Ordnung, Austin? Mir geht's gut. Alex, was wissen wir über diese Harvester? Nicht viel. Wir wissen, dass sie ein Schiff in Stücke reißen können und dass sogar die Borg Angst vor ihnen haben. Sie sind völlig resistent gegen die Assimilation. Na, dann sollten wir uns wohl besser in Bewegung setzen. Manche Sachen muss man nicht herausfinden. Perfekt. Aber wo Murphy? So, einmal mitkommen. Aus sonst dem Weg! Putze ich hier was weg. Genau, rüstet euch mal auf. Komm, nimm die Waffe wieder hier. Ich zerschieß mal dein Puls ein bisschen. Macht hier nichts aus. Alle bereit? Können wir gehen? Du auch. Komm, los. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ach Gott, ach Gott. Ihr seid viel zu langsam. Ihr müsst dann zu rennen, so wie ich. Hier, springen ins Feld. Okay. Okay, falls bereit, dann geht's los. Was hier? Komm, nur einfach, damit wir zu passen. Koordinaten erhalten und eingegeben. Energie, Energie. Genau, Energie. Yes, die Waffe schaut böse aus. Wow,
ein bisschen gering hier. Wir hätten Gravitationsstiefel mitnehmen sollen. Hey. Es gibt auf dieser Ebene teilweise keine Energie. Was ist das? Das sieht nach Kämpfern aus. Kämpfer? Ich habe gedacht, dass dieses Schiff keine Mannschaft hätte. Vielleicht sind sie automatisiert. Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Wir sollten weitermachen. Mir gefällt das Ding. Ich möchte es haben. Darf ich es mitnehmen?